Hallo und willkommen bei Dishonored 2. Ja, wir sind immer noch im kaiserlichen Konservatorium und suchen eigentlich nach Linsen von Brianna Ashworths komischen Orakulum. Und da drüben sehen wir schon ausrangierte Linsen, 48 Meter. Ja gut, den Ladenbesitzer besuchen wir später und da ist Kuratorin Ashworths Büro. Wir fragen wir nochmal das Herzchen. Was sagt das denn zu der ganzen Situation? Ich wollte so viel mit dir erleben. Ja gut, das hatten wir ja schon mal gehört von Muttern. Ich denke, wir nehmen hier das schwarze Knochenartefakt mal in den Fokus und begeben uns umgehend zu den Linsen, wenn das uns vergönnt ist. Wir haben uns ja hier eigentlich recht gut versteckt gehabt. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier keine überlebenswichtigen Dinge übersehen habe, aber wir benötigen auf jeden Fall hier da für dieses Okkultium oder Okkultum brauchen wir diese komischen Linsen. Hier scheint sich aber auch jemand wohlgefühlt zu haben. Ah. Was? Ein Großerfinder fällt Kronenmeuchler zum Opfer. Der Großpalast gab heute eine kurze Erklärung zum kürzlichen Ableben von Kirin Yindosh ab, des unersetzlichen und berühmten Großerfinders der Nation Serkonos. Darin hieß es, dass alle bisher gesammelten Beweise klar auf den Kronenmeuchler hindeuten, der weiterhin auf freiem Fuß ist und derzeit von der Sarkonischen Garde gesucht wird. Weiter ausgeführt wurde, dass das Kaiserreich seinen brillantesten Geist verloren hätte und die nun freie Position des Großerfinders nicht einfach zu besetzen sein würde. Yindosh war als Erfinder der verblüffenden mechanischen Soldaten und Silbergraphie-Apparats bekannt. Ja, der Silbergraphie-Apparat, den nennen wir, glaube ich, heute Fotoknipsmaschine. Naja, ich holper wieder ein bisschen heute, aber das ist mir auch egal. Und ich denke mal... Wie ist Yindosh gestorben? Oh, oh. Ausgelangt. Ich weiß nicht, Delilah. Verzeih mir. Nein, meine Liebe. Es ist ein Verlust. Aber er hatte bestimmt nichts Opa. Mehr für uns. Sokolov wurde auch... Das sieht ja so aus, als ob da unsere Delilah wäre. Schon gut. Hier drin gibt's nichts Besonderes, außer wieder so ein... Ach, guck mal. Das ist doch quasi eine Ratte mit Messer. Oder? Naja. Vizeaufseher Burns' Verdacht war richtig. Also die Blumen scheinen uns hier nichts zu tun und da haben wir noch bastilianische Feige. Die könnten wir essen, brauchen wir aber gar nicht. Wir nehmen das... Oh, erweiterter Geist. Wir nehmen das schwarze Knochenartefakt an uns. Oh, Birnensprudel, wie cool. Das verdorrte Gras gibt uns, glaube ich, immer Geld. Und da haben wir dann noch Notizen zum schwarzen Knochenartefakt. 5, 11, 18, 23. Okay, dann wollen wir doch mal. Ich habe mit der Herstellung eines neuen Knochenartefakts begonnen und hoffe, dass es schwarz wird, passend zu jenen mit größerer Macht. Es wird das Artefakt ergänzen, das ich trage, seit ich es in einem Mausoleum in Alba gefunden habe. Obwohl man nur selten auf andere trifft, die vom Nichts berührt werden, sollten sich Beschwörer in Acht nehmen, da sich ihre Ratten und Schädlinge gegen sie wenden, solange ich das Artefakt trage. Ach so, okay, gut zu wissen. Und falls es funktioniert, wird das neue Artefakt mich vor Assassinen schützen. Okay, das haben wir ja jetzt schon mal, das neue Artefakt. Und damit ist der Schutz vor Assassinen, also uns, schon mal hinfällig. Ja, das ist doch mal was, Mensch. 11.
Ich arbeite immer noch an meinem Schutzartefakt. Ich habe das Rezept für tivianischen Grauknochen als Grundlage genommen und unter Verwendung von wesentlich mehr Klettwurzeln verändert. Die Anweisungen waren vage und der gebotene Schutz ist gering. 18. Weder Kamille noch Brunnenkresse als Zusätze haben die gewünschte Wirkung ergeben. Der Duft ist allerdings sehr angenehm. Vor üblen Gerüchen fühle ich mich also geschützt, mehr aber auch nicht. 23. Ich habe es endlich geschafft. Nieswurst natürlich. Gegärt und über niedriger Flamme reduziert. Den Effekt, dass ein Artefakt tiefschwarz wird, erhält man nur selten. Wow, ein tiefschwarzes Artefakt. Wir sollten uns das vielleicht gleich mal kurz angucken. Wie ich es gewollt habe, bin ich vor der ersten Kugel oder vor dem ersten Bolzen aus einer Waffe eines Assassinen geschützt. Der erste Schuss, der mich niederstrecken würde, verwandelt sich stattdessen umgehend in Blutfliegen. Das heißt für uns, wir sollten nicht unbedingt mit der Knarre auf die Gute schießen, sondern sie halt wieder auf althergebrachte Art und Weise meucheln. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Das glaube ich wirklich nicht. Aber wie gesagt, wir schauen mal eben in die Artefakte rein. Und die dunklen dürften hier unten sein. Kräftiger Hieb. Auch. Kräftige Lunge, das sind alles die normalen. dunkles Leben, erweiterter Geist war das. Maximaler Mana-Vorrat wird erhöht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich trage im Moment nichts, was ich ersetzen möchte. Raubvogel? Ja gut. Durch das Essen weißer Ratten erhältst du Mana. Flammentod, deine Granaten verloren. Gut, das ersetzen wir mal. Das ersetzen wir mal durch erweiterten Geist und haben dadurch die Maximalmana erhöht. Ja, aber nur minimal, sieht man ja da oben links. Tja, dann wollen wir doch mal. Erstmal den Herzog im Auge. Zumindest bis die Schwestern unter Kontrolle sind. Es gibt niemanden sonst, dem ich traue. Ich melde mich morgen wieder bei dir. Diese Linsen könnten mit den Linsen im Apparat getauscht werden. Ja, und das werden wir wohl auch tun. Aber zuerst schauen wir uns mal an, was hier so mehr oder weniger geschrieben steht. Ja, nichts Sinnvolles. Außer natürlich dieses Symbol hier. Ich müsste, glaube ich, mal eben... Warum wird mir das denn nicht mehr unten links angezeigt? Egal. Nein, weil es mir oben links angezeigt wird. Gut, das sieht nicht so aus, als ob hier wirklich jemand direkt in der Nähe wäre. Hier hätten wir aber einen Audiographen. Wahlknochen nehmen wir natürlich mit, den rohen, weil eventuell kommen wir wirklich noch dazu, ein wenig zu schnitzen. Dann hier Brandon Ashworth Aufzeichnungen. Die ursprünglichen Linsen, die Yindosh und ich für das Orakulum entwickelt haben, waren erschreckend minderwertig. Sie haben die Energie aus dem Nichts zerstreut, statt sie zu bündeln. Mein Kopf dröhnt vor Lärm und ich verlor fast den spirituellen Bund mit Delilahs Magie. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Zirkel die Schwestern des Ordens des Orakels kontrolliert. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Welcher Zirkel kontrolliert denn jetzt die Schwestern des Orakels? Naja, gut. Aber ich weiß nun, wie groß das Risiko ist. Die alten Linsen hätten mein Untergang sein können. Sie lagern fürs Erste in meiner Werkstatt, müssen aber zerstört werden. Okay, cool. Die tauschen wir aus und das heißt, wenn sie das dann das nächste Mal verwendet, dürfte ihre Macht gebrochen sein. Da liegt noch was rum. Und bevor ich jetzt hier den Audiographen anschmeiße und mich quasi verrate, machen wir mal ein Schnellspeicheln. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob das eine gute Sache ist, hier jetzt mal was abzuhören. Ja.
Wir schauen mal eben, wer sich hier noch so rumtreibt und ob sich hier noch jemand rumtreibt. Ach, das ist nur ein Bild von der Delilah. Wow, was war das? Wow, wow, wow. Es ist unhöflich, hier zu sterben, wer sie auch waren. Hä? Ventilator? Ich höre doch irgendwas. Ach, Hunde. Mist. Okay. Aber ich würde trotzdem gerne hören, was sie zu sagen hat. Gut, hier kommen wir her. Dann würde ich sagen, wir... Ja doch, hier waren wir doch auch schon drinnen gerade eben. Was liegt hier drin? Hm. Öffnen. Oh, das hört sich nicht gut an. Wenn ich hier oben den Audiographen starte, dann kommt doch 100 Pro so ein Köter vorbei. Na komm. Ich will hören, was sie zu sagen hat. Moment. Da ist was faul. Ich bedeutete meiner feinen Familie nichts. Außer einer vorteilhaften Heirat und Jahren des Gebärens. Sie versprachen mich einem Mann dreimal so alt wie ich, beim Gedanken an die Hochzeitsnacht keuchend. Aber etwas Seltsames passierte auf dem Weg zum Altar. Delilah, nachdem ich mich zum ersten Mal nachts aus dem Haus geschlichen hatte, wollte ich nie wieder zurück. Ich schaute zu den Sternen. Gut, das lassen wir einfach mal. Und trank Wein auf einem Dach. Ich war frei. Statt die Aufsehen zu suchen, ging ich zum Altar und lief vor meinem alten Leben davon. Okay. Nun gut, dann wissen wir ja, dass wir das erstmal lassen. Und wir wissen auch durch das, was sie gesagt hat, dass Rihanna Ashworth wohl sehr unglücklich war mit ihrer Verheiratungssituation. Und hat sich dadurch dann natürlich der guten Delilah angeschlossen. So, hier scheint nicht mehr so viel zu sein. Das Ding ist einfach nur... Ah ja, hat man ja schon. Das Ding ist einfach nur, dass, Also, ich würde ja schon gerne das Okularium... Würde ich schon gerne in Betrieb nehmen und schauen, was geschieht. Und ob etwas geschieht. Soweit ist das Okularium nicht entfernt. Und wir haben ja auch noch irgendwo eine Rune. Ich glaube, die markiere ich mal eben. Und dann schauen wir mal kurz, wo die wäre. Und wenn es geht, natürlich ohne irgendwelchen Kunden über den Weg zu laufen. Oder solchen Dingern hier. Okay, 3 Pfeile brauchen wir dafür. Das geht ja noch. Kriege ich denn was dafür? Da war doch was. Hallo. Achso, war ich nicht schnell genug, ja? Wow! Wowzies. Den haben wir. Schnell den Kopf vernichten. Oh, ich mag dieses Slow Motion. Diese... Slow-Motion-Finishings, die mag ich. Die sind cool. Ja gut, Kerzen könnten wir ausmachen. Machen wir aber nicht. Da, hier, komm. Ah, ich kann keine weiteren Betäubungsbolzen mehr aufnehmen. Da muss ich also darauf achten, dass da keine Schädel rumliegen von den Hunden. Daraus scheinen die ja zu entstehen. Cool. Also die haben sich echt was einfallen lassen. Das freut mich total. Auch wenn ich jetzt schon wieder draufgegangen bin und draufgegangen und draufgegangen. Das macht nichts. So, jetzt haben wir wieder eine Rune. Wie viel haben wir insgesamt? 2 Runen. Damit können wir eigentlich nicht so viel rein.
reißen, würde ich mal behaupten. Wir hätten hier diesen Sturzverminderer. Wir hätten noch eine andere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, unser Schattenwesen zu kontrollieren, also unsere Schattenart. Was haben wir hier? Achso, die Routen, die Gegner gehen würden. Das könnte uns wirklich noch demnächst helfen. So, Doppelgänger. Damit könnte ich natürlich die Hunde vielleicht verarschen. Mesmerisieren, damit könnte ich Leute übernehmen. Aber wisst ihr was? Wir lassen das erstmal und sparen uns den Kram. Und überlegen uns das in Ruhe, wenn wir hier wieder raus sind. Das ist der Ladenbesitzer. Da ist das Büro und wir müssten zur Linsenfassung. Um einfach mal auszuprobieren, was dann geschieht. Ob wir wirklich die Kraft von Brianna Ashworth da ein bisschen dezimieren können. Gut, die Tür werden wir nicht öffnen. Das werden wir einfach jetzt mal sein lassen. Wir werden auch den Audiographen. Das ist schon manchmal komisch. Aha. Den Audiographen werden wir auch nicht starten. Sondern wir werden versuchen, auf dem gleichen Weg zurückzukommen, wie wir hier reingelangt sind. Und schauen mal, was geschieht. So, diesmal bin ich ja nicht verreckt. Dann können wir ja ruhig mal schnell Speichel machen. Da unten müssten wir doch eigentlich hin, ne? So, schön. Gut, es scheint auch niemand auf die Idee gekommen zu sein. Und jetzt aktivieren und Ashworth Verbindung zum Nichts unterbrechen. Okay, machen wir. Das heißt, wenn ich herausfinde, wie. Meine Güte. Na da. Gut, jetzt werden wir muss tun. Nur noch der Schalter umgelegt werden, dann sollte Ashworth machtlos sein. Ach, das wäre schon schön. Und deswegen machen wir mal eben ein Schnellspeicheln. Ups. So. Was soll ich jetzt tun? Ich bin erledigt. Das sieht gut aus. Ich kann gar nicht mit dir reden. Warum schlagen die das denn vor? Okay. Ach so, da war gerade noch was. Bitte, nein. Ja, ich lasse dich ja auch leben. Also, denke ich. Mache ich. Speichern wir mal auf einen neuen Spielstand. Denn wenn wir das bereuen, muss ich hierhin zurück und dann bringe ich dich um, die Ecke. Eigentlich gar nicht mal so übel. So, wenn ihre Macht jetzt gebrochen ist, sind denn hier auch keine Hexen mehr und so? Herzlein, was hast du? Manchmal fühle ich den Wind auf meiner Haut. Ja, das ist natürlich jetzt zielführend, die Aussage. Da kann ich jetzt unglaublich viel mit anfangen. Freut mich natürlich, dass du den Wind auf deiner Haut spürst, aber ich hätte doch gerne mal irgendwas zur Situation. Aber egal. Wir bereiten uns mal auf das Schlimmste vor. Haupteingang, Ladenbesitzer. Jetzt wird mir noch nicht mal mehr das Büro angezeigt von Brianna Ashworth. Mensch. Das ist aber unfair. Trotzdem, wir schauen uns mal ein bisschen um und harren der Dinge, die da kommen. Also ich meine, eben war ja noch, also oben in dem Bereich, ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Laut denen hier sind wir ja schon ziemlich weit oben. Da war ja noch ein bisschen was ich da hätte plündern können. Kaputte Pflanze. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt zerstört haben. Aber ich denke schon, das sieht ja fast so aus. Ich meine, hier waren wir ja. Das war ja hier mehr oder weniger der Anfang. Dode Hex. Ja, die Räume hier haben wir durch. Die Räume haben wir soweit durch. Dann würde ich sagen,
Wir begeben uns mal wieder auf etwas höhere Gefilde. Können wir hier drauf? Wow. Dann eventuell... Oh, oh. Das hat wehgetan. Egal. Dann lassen wir hier hin. Kurz aufladen lassen. Sehr schön. So, als nächste Station. Ja, nehmen wir dann hier das Geländer. Ist ja auch schon mal was. Warte mal, was haben wir hier? Kriegen wir hier was? Mutter, wäre ich in dieser Situation, wenn du noch leben würdest? Das ist echt eine gute Frage. Aber das hilft uns nicht weiter, das ganze Wenn und Aber. Aber wenn wir, apropos aber wenn wir schon mal hier auf der Etage sind, dann können wir ja mal gucken, ne? Wow, das sieht aus wie da, wo wir eben waren, nur halt oben. Also, jetzt sind wir unten und eben waren wir oben. Das heißt, wir gehen da auf jeden Fall gleich mal rein. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt, also mehr oder weniger ungestört hier sind, denn Brianna Ashworth hat ja keine Macht mehr und damit höchstwahrscheinlich auch keine Hexen, die sie beschützen und das Anwesen pflegen. Und jetzt darf sie sich um alles selber kümmern. Ah. Okay, hier kämen wir in den Hinterhof. Da oben gibt es noch Walöl, das man zur Explosion bringen könnte. Aber es sieht eigentlich alles sehr friedlich aus. Schade. Also, Lebenselixier braucht man nicht mehr. Das ist hier hinter dem Paravent. Hier ist auch nichts. Gut, Pistolenkugeln sind ja eh immer überflüssig. Ich habe aufgeräumt, lesen. Herrin Brianna, wie gebeten, habe ich Ihre audiografischen Aufzeichnungen im Archiv im Keller eingelagert. Außerdem habe ich auch um das Orakulum aufgeräumt, ganz wie Sie wollten. Ein paar der anderen haben über die alten Linsen geredet, die Sie nach dem Unfall aus dem Orakulum entfernt haben. Meinten Sie, wollten diese Linsen für immer auf dem Meeresgrund begraben? Naja, das schien mir nicht richtig zu sein, also habe ich sie einfach in der Bildniswerkstatt verstaut. Falls sie einmal brauchen, blablabla. Alles klar, das wäre der Hinweis gewesen, dass wir die da oben in der Bildniswerkstatt hätten. Da haben wir was? Geschoss, zersplitternde blablabla. Unterwürfiger Brief an Delilah. Delilah, wenn wir nicht reden können, schreibe ich eben. Es gibt Dinge, die du nur, nur du verstehst. Jeden Tag spüre ich, wie meine Verbindung zum Nichts stärker wird und durch mich ruft deine Kraft diejenigen, die sich unserem Zirkel anschließen könnten. Neue Gesichter, neue Stimmen. Unsere Verbindung ist stärker als in Brigmore und doch scheinst du so weit entfernt zu sein. Wären wir zusammen, könnte ich dir mehr sagen. Es ist, als könnte ich in eine andere Zeit und einen anderen Ort sehen. Du hast einen Vorhang beiseite gezogen, von dem ich nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Oh, Delilah, der Wind trägt ein seltsames und wunderschönes Flüstern zu mir. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür, dein Werkzeug sein zu dürfen. Ach, du grüne Neune. Also, ihr Lieben, wenn ich mal sowas sagen sollte, er schießt mich. Ich bin dankbar, dein Werkzeug sein zu dürfen. Nee. Das ist so nicht ganz gut. Das ist so ein bisschen dumm. Gut, das hatten wir. Dann kommen wir hier hoch und ich glaube, wir bekommen hier bestimmt was, oder? Ja, zack. Diese Bilder sind anscheinend immer sehr wertvoll. Das war's dann hier. Der Kronleuchter, das wäre so mein Ziel gewesen, wenn ich mich verstecken hätte wollen. Kann ich öffnen, sehr schön. Zerbrochenes Wahlknochenschwert. Da war jetzt eine Kiste anstatt Geld. Okay, gut, hier waren wir als erstes drin. Hier war der Audiograf. Und hier haben wir eigentlich aufgeräumt. Guck mal, ich habe das verarbeitete Walöl einfach verpasst. Gut. Da es hier keine Knochenartefakte und keine Runen mehr gibt, würde ich sagen, wir
ja, versuchen irgendwie zum Ladenbesitzer zu kommen. Haupteingang ist eigentlich, ja, ist schon fast uninteressant. Naja, irgendwie müssen wir ja hier rauskommen. Wow, das ist aber eine Riesenhütte. Was für eine Riesenhütte. Okay. Wow. Ich komme nicht hier runter? Ist doch Quark. Sag ich doch. Quark mit Soße. So, das ist zwar nicht der Haupteingang. Megan Foster. Aber wir müssen erstmal zum Ladenbesitzer. Und wir müssen mal eben das Herzlein befragen. Selbst ohne Augen sehe ich so viel von der Welt. Einst waren fast alle Dinge verborgen. Gut. Hier gibt es nirgendwo in der Gegend noch ein Knochenartefakt oder so. Da hinten sind wir ja drüber. Ach da, schau her. Was haben wir denn da? Da könnten wir uns eigentlich noch mal ein bisschen umschauen. Wie komme ich da hin? Also ich sag mal jetzt nicht auf direktem Wege. Aber das ist ja auch nicht so wild. Kann man den hier runter? So, hier waren doch auch irgendwo Wachen. Das sieht so ruhig aus, ja. Zurück nach Dunwall. Ist schlimm. Hab die Kinder seit Jahren nicht gesehen. Ach du meine Güte. Ja, da fällt es einem natürlich schwer, den jetzt einfach von hinten zu packen und umzubringen. Socke. Eine sinnlose Socke. Nein, hier war niemand. War das ein Schuss? So, den Mann mit Kindern habe ich nicht umgebracht. Irgendwann finden wir dich. Ach Leute, lass es sein. Ja, das mag sein. Ja, natürlich. Unmöglich. Ich winsel ein wenig. Bitte, bitte, Gnade, Gnade. Denn das Verrückte ist, ich habe natürlich nicht gespeichert. So, mal kurz ein wenig erholen. Mist, sie ist weg. Ja, ne? Oha, das war jetzt ganz schön hart. So, der Alarm ist abgestellt, das ist schon mal ganz gut. Bin nicht in der Stimmung. Komm sofort raus! Plündern wir jetzt erstmal ein bisschen, die Ärmsten. Kaiserin hin oder her? Die wird auch bluten. Du hast eh keine Chance gegen uns! So, keine Chance, sagst du? Okay. Na dann. Meine Güte, Emily, du bist... Bald finden wir dich. Du bist eine echte Meuchlerin, Emily. Ich finde dich schon. Los, ich hab keine Zeit. Beim Nichts! Verdammt! Beim haarigen Arsch des... Beim haarigen Arsch, ja, na klar. Beim haarigen Arsch des was auch immer. So. Tut mir leid, Leute. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Den einen habe ich verschont, weil ich mitbekommen habe, dass er zu seinen Kindern möchte. Und ich glaube, der kriegt jetzt bestimmt auch Urlaub. So, wo war das blöde Fenster, in das ich eben reingelugt habe? Das war... Bam, 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 bam. Ja, irgendwo da drüben, ne? Meine Herren. Schwein. Zack. Dann würde ich sagen, das war da. Komme ich natürlich so nicht direkt hin. Mal wieder wie immer. Oh, das war sehr... Also, sehr aufregend. Oh, meine Güte.
Es war wirklich verdammt aufregend. So. Tja. Da unten die Ratten tun sich gütig mit den Überresten der Typen. Und ich komme da nicht hin. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Unterbrechung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Freue mich aufs nächste Mal. Ihr habt euch wohl. Euer John Diefohl und tschüss.